Hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen zurück zu einer weiteren actiongeladenen Ausgabe von Let's Play The Witcher 2, eurem super duper Let's Play hier auf gronkh.de. Ja, heute mal wieder hier mit Tastatur und Maus am Start, weil ich will hier eine Menge im Inventar machen und das ja ist mit dem Controller leider etwas sehr umständlich gestaltet. So, und zwar suche ich jetzt erstmal einen Verkäufer. Denn ja, Spider-Pig, ich freue mich übrigens, dass du wieder Kommentare schreibst. Also, die habe ich ja echt sehr lange vermisst. Und ja, Spider-Pig hat mir geschrieben, ich soll mal auf alle Fälle mal das ganze Zeug loswerden, was ich noch im Inventar habe. Denn das brauche ich fast alles gar nicht mehr. Einfach, natürlich das Schwert wegstecken. Einfach, noch eine Handvoll Tränke von jedem wichtigen Trank herstellen und den Rest weg. Denn wir haben ja die Anleitung zu Vras Rüstung. So, zeige ich euch mal. Haben wir nämlich bekommen. So, ich gehe mal. So, und zwar hier die Vran-Rüstung oder Vran-Rüstung. Ja, plus 40 Vitalität, eine Menge Reduktion drauf. Und ja, laut Spider-Pig ist es die beste Rüstung im Spiel mit 30 Rüstung. Wenn man sieht, meine hat plus 22. Also, die möchte ich hier schon noch herstellen, bevor ich das Spiel beende. Aber dazu brauche ich noch ordentlich Kohle, weil ich glaube so 2000 oder so. Wir gucken mal, Bras kann das Ding wohl herstellen. So, stelle einen Gegenstand für mich her und ich hätte ganz gerne die Vran-Rüstung. Und er sagt, Preis wäre 2000 Gold und ich brauche noch eine Vran-Aufwertung der Rüstung und noch einmal Nietenleder. Das heißt, hier sollte ich auf alle Fälle noch etwas nachlegen. Die Frage ist, brauche ich jetzt bloß die 2000 Gold, dann brauche ich auch diese Gegenstände hier. Ja, komisch, aber auf alle Fälle muss ich hier noch ein bisschen was herstellen. Wir können ja mal gucken, was brauche ich denn für eine Vran-Aufwertung. Kann er mir die überhaupt herstellen? Nein, kann er nicht. Nietenleder, kann ich das vielleicht herstellen? Wir gucken mal. Rüstung aus Jüss. Ja, wäre auch nicht schlecht, ne? Aber, oh, 825, Mann. Gut, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen Zeug loswerden. Deswegen checken wir mal ab, was wir überhaupt noch so an Tränken haben. 12-mal Schwalbe, 14-mal Krähe, 2-mal Katze, 7-mal Waldkauz. Ja, ich würde sagen, 3-mal Waldkauz, 2-mal Katze. Ich glaube, mehr brauchen wir hier echt nicht mehr. Weil wir sind jetzt nun schon im dritten Akt, also kurz vor Ende. Also da denke ich mal, brauchen wir nicht mehr ganz so viele Tränke. So, gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir Bluten 30. Auch nicht schlecht. Könnte ich vielleicht noch ein paar Mal herstellen. So, stellen wir mal, ich würde sagen, maximal 3 können wir davon herstellen. Dann auf jeden Fall Waldkauz, hatte ich ja gesagt, möchte ich noch ein bisschen was machen. Waldkauz, da ist Waldkauz. So, Waldkauz möchte ich, ja, 2, ich glaube, das reicht doch aus. Und dann vielleicht nochmal einmal Katze oder so. Ja, Katze, so. Ja, machen wir noch 2-mal. Ich bin jetzt bei Schwalbe, oder bin ich nicht bei Katze oder Schwalbe? Katze, okay. So, würde ich sagen, ja, das reicht auch aus, weil ich glaube nicht, dass ich hier noch wirklich mehr brauche. So, goldener Pyrol erhöht sämtliche Resistenzen. Petrets Filter. Nö, eigentlich nicht. Falkas Blutschaden 10, nein. Ich habe noch meine ganzen Steine. Ich glaube, den Rest brauche ich jetzt hier nicht mehr. So. Dann würde ich mal sagen, freut sich jetzt mal derjenige, der mir hier ein bisschen was abkaufen möchte. So, schauen wir nämlich mal, was wir hier alles haben im Handwerk. Da haben wir zum Beispiel, wo ich richtig viel Kohle rausschlagen kann, hier Neckerherzen, 108 Stück. Die können wir eigentlich mal alle loswerden. 27 würde er mir abkaufen, so. Danach haben wir dann noch hier Neckerkrallen. Können wir auch mal ein bisschen was loswerden. So, Tuch, ja, da passe ich mal noch auf. Krabbenspinnen, Spinnenpanzer, Trollhaut, da passe ich auch noch ein bisschen auf. Hier, Neckerzähne, boah, hier, komm weg mit dem Zeug, das braucht doch kein Mensch mehr. Harpienfedern, ja, super schön, dass es sowas gibt, aber ich möchte es nicht mehr haben. So, dann haben wir auf jeden Fall hier noch die Yüksid-Rüstung, weg damit. Nein, Gargoyle-Staub, ja. Gargoyle-Staub. Ich will Gargoyle-Staub verkaufen hier. Verdammte Axt. So.
Und was haben wir hier noch? Rune des Feuers. Ja, da passen wir mal noch auf, weil hier sind noch ein paar Sachen, da kann ich noch was draus herstellen. So, jetzt gucken wir mal bei der Alchemie, was wir hier noch alles haben. Da lagert doch auch noch einiges hier. Gargoyle-Herzen. So, weg. Dann haben wir hier noch Harpienspeichel, weg. Und was haben wir hier noch bei den Rüstungen? Irgendwas dabei? Seldkirks Rüstung, naja, da gibt es nichts für. Hier vielleicht noch ein bisschen was. Naja, alles nicht so wirklich das Geld. Solides Schwert aus blauem Metroid brauche ich eigentlich nicht. Tränke habe ich ja alle soweit schon hergestellt. Ja, Falle, Feuerbrunst, kauft er mir ab. Gibt es auch noch ein bisschen Geld für. Aber die Bomben, naja, behalten wir sie mal. Bücher, ne. Irgendwelche wertvolle Lektüre hier dabei. Ein paar Trophäen hier, wenn ich es schon sehe hier. Kairan-Trophäe. Schaden 1 oder Vitalität. Oh, Vitalität 50, Rüstung plus 3. Ich glaube, die sollte ich vielleicht dann doch mal anlegen, oder? Ja, die können wir zum Beispiel weglegen hier. So. Haben wir auch weggepackt. So, Mutagene. Ja, okay, die behalten wir mal noch. Eigentlich, wie gesagt, Handwerk. Genau, Pechdraht. Ich hatte so übelst viel Pechdraht hier. Pechdraht. Ich verkaufe natürlich nicht alles, weil ich brauche noch ein bisschen was für meine Rüstung. So, ich glaube, wenn ich so viel, dürfte es, glaube ich, reichen. Dann fehlt ja nicht mehr so viel Kohle, ne? So sieht ja eigentlich jetzt mittlerweile wieder ganz gut aus. So, beim Tuch passen wir mal auf. So, ein paar Schemen. Ja, Rüstung aus Kairanhaut habe ich auch alles schon hergestellt. Das braucht eigentlich kein Mensch mehr. Was haben wir denn hier? Rüstung aus Üs. Ja. Haben wir dann hier noch Köder. Ich habe sogar einen Köder dabei. Mensch. Ein paar Questgegenstände, Gerümpel. Ja, das ganze Gerümpel können wir mal alles loswerden. Das nimmt ja alles nur unnötig Platz weg. Und dadurch haben wir auch immer diese blöden Probleme mit dieser Überlastung. So, jetzt würde ich sagen, haben wir ein bisschen hier genug leer gemacht. Jetzt geht's auf alle Fälle erstmal wieder weiter auf Gargoyle-Jagd. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas Schönes bei raus. Jetzt müssen wir mal checken. Da hinten war ich ja schon. Er meinte, ich müsse dann noch irgendwo durch eine Tür durchgehen. Da würde ich wahrscheinlich noch ein paar Gargoyles finden. Ja, bla bla bla. Ach, immer diese Volksschreier. Oh, alle verarschen uns, alle sind gegen uns, alle wollen uns böse. Der Wirbelsturm. Ja, sehe ich aber auch so. So, das, diese Tür hatten wir ja schon. Gibt es noch einen? Ah, da hinten vielleicht so ein bisschen lang. Das sieht mir ja schon sehr verwegen aus. Daher könnte ich vielleicht Glück haben und auf ein paar Gargoyles stoßen. Hier flackert schon ein Licht, da geht es nach oben, aber ich glaube, das ist das, wo ich schon jetzt herkam, oder? Ja, das ist das, wo ich herkam. Okay, sah ganz gut aus, aber war es am Ende doch nicht. Oh, genau, da vorne geht es zum Lager in der Nilfgaarder, da wollen wir noch nicht hin, da können wir dann später Triss retten, das werden wir auch auf alle Fälle noch tun, aber jetzt suchen wir erstmal die Gargoyles. So, und öffnen mal die Tür, die verschlossen ist. So. Gehen wir hier hinten weiter. Wo kommen wir dann an? Das ist ja der starke Numa. Der macht da gerade seine Bizepsübungen. Den könnten wir sogar besiegen durch Anabolika. Ja, ich glaube fast. Ich glaube fast. So, hier lang nicht. Vielleicht hier hoch. Kommen wir dann eigentlich da rein? Ja, da kommen wir dann da. Aber das bringt uns hier nicht weiter. Ja, Spider-Pick hatte mir zwar irgendwie geschrieben, wo ich die anderen so ein bisschen finde, aber ich habe natürlich mal wieder nicht genau hingeguckt. Da unten waren wir ja schon, also ich gehe da auch gerne nochmal rein. Aber ich war der Meinung, hier nichts gefunden zu haben, was irgendwie nach Gargoyle ausschaut. Oder habe ich jetzt hier einfach die falsche Tür genommen? So, wir gucken einfach nochmal. Es macht ja auf jeden Fall schon mal böse Geräusche hier. Aber ich glaube auch, das ist... Hilfe! Also ich glaube auch, das ist der Weg, den wir... Aha, guck mal da. Ah, also ein bisschen was kraucht hier schon rum. Ihr lernt es wohl nie. Aber nicht das, was wir suchen, nur ein paar Leichenfresser. Aber gut, die können wir ja eben verprügeln mit unserem neuen Schwert hier alles. Kein Problem mehr. So. Noch mehr hier unten. Ich suche ja eigentlich Gargoyles und keine Leichenfresser. Leichen kann ich selber fressen. So. Wir gucken mal eben noch. Ui. Da hinten gäbe es noch ein bisschen Blüten der weißen Myrte. Naja, warum nicht? Und hier kommen wir ja nicht weiter. Genau, hier ist verschlossen. Da vorne ist Moder heute. Okay, dann gehen wir wieder nach oben.
und suchen eben da oben weiter. Genau, hier ist ja die Tür, die konnten wir noch benutzen, jetzt natürlich nicht mehr, weil wir haben uns da... Oh, haben wir hinten? Nee. Wir haben uns ja dagegen entschieden, unsere Talente zurückzusetzen. War auch bestimmt mal gar nicht so übel. Ah, was haben wir hier? Noch eine Tür. Ah, ich glaube, das ist dann die Tür nach oben. Ah, verdammt, das sah gerade so gut aus. Aber leider doch nicht. Ich weiß, wieder so eine nervige Filler-Folge, liebe Leute, aber ich möchte das hier mit den Gargoyles hinbekommen. Und ich sollte vielleicht auch mehr mit der Karte arbeiten. Aber erstmal schaue ich mal eben, was habe ich gerade als Trophäe drin? Vitalität 55, Rüstung 5. Also eigentlich könnte ich auch das Andenken an den Kairan verkaufen. Ich bin da immer so feige, ne? Weil das sind so Sachen, da hat man so lange dran gearbeitet und jetzt einfach nur weggeben. Nee, ich nicht unbedingt so das, wovon ich Freund bin. Oh ja, ich habe schon die Waffe draußen. Ja, ich packe sie ja schon weg. Haben wir hier... Ich glaube, hier war überall verschlossen gewesen. Ja, da geht es ja woanders hin. Wo geht's hier rein? Ich beschwöre euch, entsagt der Magie! Okay, jetzt haben wir hier... sieht ja so ein bisschen nach Zauberin aus. Nein, nicht das Schwert. Ich will ja das Medaillon benutzen. Vielleicht ein paar Orens hier in der Nähe. Wir gucken mal, was haben wir denn hier oben? Oh, eine Kiste! Aha, was ist hier drin? Nix. Aber auch keine Runen. Was ist das? Eine Kerze? Noch eine Kerze, noch eine Kerze. Aber bis auch nicht jetzt irgendwie die Möglichkeit, Igni zu wirken. Ja. Magie wird erkannt, aber... Ich kann hier nichts machen, leider. Verdammt! Oder vielleicht muss ich den Gang da unten etwas weiterlaufen. Wir schauen einfach mal. Wir gehen mal wieder nach unten. Und gehen einfach mal den Gang jetzt hier weiter. Haben hier wieder eine Tür. Die öffne ich jetzt. So, Tür auf. Da geht's nach unten. Okay, hier sieht es jetzt sehr, sehr zerfallen aus. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier rauskommen. Aha. Ach, jetzt sind wir wieder im Kanalsystem, aber diesmal auf der anderen Seite. Okay. Gut. Ja. Wo immer wir jetzt auch sein mögen. Auf jeden Fall kann ich hier mal ein paar Tore... Ach so, von der Seite kann ich also die Tore öffnen. Aha. Weil da vorne ist ja wieder die Tür. Und, oder ist es jetzt was anderes hier? Nee, es scheint was anderes zu sein. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Eine Ratte. Ich hasse Ratten. So, und hier geht es schon wieder nicht weiter. Ich würde sagen, wir hauen trotzdem mal schnell mal ein Medaillon rein. Vielleicht liegt hier ja einfach irgendwas rum, was wir noch gebrauchen können. Oh, das sah gerade so ein bisschen episch aus, aber es war nicht episch. Deaktivierte Siegel. Aber wo haben wir die Siegel? Weiß kein Mensch. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach oben zurück. Und dann schauen wir einfach mal, ob es in diesem Haus sonst noch etwas zu entdecken gibt. Die Truhe da macht mich schon sehr, sehr neugierig, was da wohl drin sein könnte. Vielleicht etwas für die Fran-Rüstung. Das wäre natürlich toll. So. Aha. Hier ist ein Bettchen. Und da liegt etwas. Aha, Philippa Einhals Notizen. Das ist ja interessant. Und immerhin 19 Orens, die nehmen wir auch noch mit. So, dann würde ich mal sagen, kurz nochmal einen Blick hier. Ja, ein paar Stiefel, eine Lederhose, 35 Orens und Drachenschuppen. Na, vielleicht kriegen wir dafür ein bisschen Kohle. Aber jetzt schauen wir doch erstmal in die Notizen von Philippa Einhals. Ist sogar ein Questgegenstand. Aha, okay. Gut, sieht ganz interessant aus. Sieht irgendwie so aus wie die Dinger, die wir da oben haben. Vielleicht müssen wir damit irgendwas anfangen. Wir gucken mal. Es gibt aber keine neue Quest. Ja, das heißt, hier kommen wir leider nicht weiter. Aber immerhin, ja, haben wir mal was entdeckt. So, es lohnt sich ja also mal auch in andere Türen hineinzugehen. Gut, dann gehen wir mal jetzt den, oh, was haben wir hier?
Ich beschwöre euch, zackt der Magie! Ja, können wir mal mitnehmen hier. Damit ist ja wieder genügend Platz. Zerschlagt die Kristallkugeln! Ja. Bringt die Zauberer alle um! Ich glaube, da hinten, genau, hier war der tote Zwerg. Ich bin ja immer noch wieder auf der Suche nach Arjan Lafalette. Ich muss den ja wiederfinden, denn, ja. Der Konstabler Johann Natalis? Ja. Interrex. Natalis ist der. So, da hinten war ja der erste Ort, an dem wir die Gargoyles gefunden haben. Das heißt, können wir uns so Vermerke auf der Karte machen? Wäre sehr interessant. So. Wir sind jetzt hier. Milenka. Also hier waren wir schon. Ich glaube, der Bereich könnte noch interessant sein und dann. Ich glaube, einer war draußen am Tor oder so, ne? Irgendwie, oh, ich weiß es nicht mehr. Ja, es wurde mir geschrieben, aber ich weiß es nicht mehr. Okay, suchen wir mal weiter so ein bisschen die Gegend ab. Wir waren jetzt da hinten überall. Vielleicht müssen wir jetzt mal hier lang gehen. Ah, hier ist wieder eine Tür. Und die können wir nicht öffnen, die ist verschlossen. So, Verbenna nehmen wir auch noch mit. Mein lieber Rat... Probleme des Nordens sollten nun wirklich Probleme des Nordens werden. Ah, hier haben wir dich. Sie doch. Einer, dann. So, direkt. Ganz kurz mal alles durchquatschen. Zack und zack. Ja, das mache ich jetzt einfach nur, dass ich das gemacht habe. Vielleicht gibt es ja irgendwie noch die Option, später mit ihm irgendwas zu machen, wenn man mit ihm geredet hat. Nicht, dass ich das dann nicht mehr machen könnte. So, jetzt dann. Oder ich bringe ihn einfach um. Vielleicht hat er eine Menge Geld bei sich. Einiger Personen spricht Bände. Gut, okay, dann würde ich sagen, wir sind jetzt diesen Weg hier gekommen. Gehen wir doch mal hier hinten etwas weiter. Vielleicht kann ich hier ja durch die Tür durchgehen. Ne, da ist auch verschlossen. So, gut. Ich weiß, es ist bestimmt für viele jetzt hier einfach nur langweilig, mir hier beim durch die Stadt laufen zuzugucken. Ich kann es verstehen, ich kann euch da bestens alles nachvollziehen, aber das Ding ist, ich möchte jetzt hier wirklich diese Gargoyle-Quest mitnehmen und es ärgert mich auch schon wieder, dass ich dafür keine richtigen Quest-Marks habe, aber so ist es halt leider hier. Okay, den Bereich haben wir dann alles soweit. Baba. 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 So, jetzt will ich mal gucken, ob das Zeug, was ich bei der Eilhard gefunden habe, ob das irgendwas wert ist. So, nämlich Drachenschuppe ist, glaube ich, bei Alchemie, oder? Drachenschuppe, oh mein Gott. Was wir nicht alles hier dabei haben. Was wollen wir nicht also um noch Geld draus machen können? So, Kartoffelbovisten, Schema, Köder, Questgegenstände, Gerümpel. Natürlich nicht. Wo ist denn jetzt meine Drachenschuppe hin? Mensch! Ah, hier, Drachen... Oh, na toll, ich dachte, das wäre jetzt irgendwas wert gewesen. Schlappe 5 Orens. Na ja, gut, wenn ich irgendwann mal 5 Orens brauche, weiß ich, was ich dafür verkaufen kann. Also. Gut. Da unten war ich ja, glaube ich, auch schon mal drin, aber da bin ich auch leider nicht fündig geworden. So, was haben wir jetzt hier für eine Tür? Wir öffnen sie einfach mal. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ah. Ah, guck mal. Wir kommen in einen abgelegenen Bereich der Stadt. Und vielleicht habe ich ja Glück, denn der Weg scheint auch weiter zu gehen. Und ich mag ja neuerdings abgelegene Bereiche dieser Stadt, denn hier lauern die Gargoyles. Hoffe ich mal. So, wir nehmen auch noch diese Tür hier. Wo sind wir denn jetzt? In welchem Herlager? So viele gekrönte Häupter. Ah, das Herlager der Temeria. Ja. Gut, die halten uns hier immer noch für den Oberbösen. Aber sie machen nichts. Ist auch nicht schlecht, ne? Gucken nur dumm rum. Wenn jetzt wir hier nochmal die Tür benutzen, wo kommen wir jetzt hin? Ein sehr, sehr großflächiger Bereich. So. Lok Muin. Und jetzt diese Tür noch. Oh, die ist auch nicht verschlossen. Wir kommen in den Außenbereich. Ja, oder sowas ähnliches. Aha. Wo sind wir hier jetzt? Ach ja. Geralt von Riva. Ach ja, gut. Okay, liebe Leute, ich schaue jetzt eben nochmal nach, was Spider-Pig geschrieben hatte, bevor ich hier noch weiter so etwas planlos herumlaufe. So, und da sind wir auch schon wieder.
Und ich habe jetzt mal geguckt in den Kommentaren. Ja, also wir waren gar nicht mal so weit entfernt von einem der Gargoyle-verseuchten Punkte. Das Heerlager von Temerien. Wir sind hier einfach nur durch die falsche Tür gegangen. Wir müssen nämlich zum großen Tor. Und ja, da dann einfach durch die linke Tür, schreibt Spider-Pig. Und das werde ich gleich auch mal tun und hoffe dann wenigstens noch auf ein paar Gargoyles zu treffen, bevor auch gleich diese Ausgabe wieder endet hier. Verdammter Wechselbalg. Muss ich nicht wiederholen, ich kann dich einfach gleich umbringen. Ah, fuck yeah. So, okay, also hier waren wir. So. Wir gehen wieder auf Ausgangsposition zurück. Gut. Karte auf, wo ist hier das Haupttor? Haupttor ist dann hier, okay, durch die linke Tür. Dann gehen wir mal zum großen Haupttor. Jo, das wäre dann ja eigentlich quasi wirklich nur hier lang. Also das große Haupttor. Ich bin jetzt hier und das wäre dann quasi... Ich gucke jetzt auf den, ich auf den Turm gucke. Wäre das hier wirklich schon das große Haupttor, oder? Wir gehen jetzt mal einfach hier rein. Okay. Was sagt er mir jetzt? Er sagt, okay, ich bin voll drin. Okay. Und jetzt soll ich links durch eine Tür gehen. Jo, dann mache ich das jetzt einfach mal. So, hier wieder runter und dann irgendwie links lang. Ach so, okay. Das war ja... Aber sind wir ja... Ist doof? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen links halte? Nee. Wahrscheinlich da vorne, wo die mehreren Türen waren. War da mehrere Türen? Wir schauen einfach mal. Oder stehe ich hier schon wieder auf dem Schlauch? Wir gucken einfach mal. Die Frage ist, von wo aus meint er jetzt links? Recken sollst du. Also hier, da hinten wäre eine Tür und da wäre eine Tür. Meint er vielleicht hier? Also wenn man reinkommt links? Oder meint er, wenn man... Oder meint er quasi das andere links? Okay, wir folgen jetzt einfach mal diesem Gang. Oh, es hört sich hier schon so ein bisschen danach an. So, und da oben sind keine Gargoyles. Okay. So, jetzt laufen wir hier einfach mal. Aha, da passiert was. Juhu, oh, ich habe mich gesucht. So. Boah. Ich bin zu alt für sowas. Wie, warum Axi? So, jetzt komm her, Gargoyle. Immerhin durch das neue Schwert verteile ich jetzt ziemlich massig Schaden. So, explodierender Gargoyle. Haha. Oh, oh. Uiuiui. Jetzt mal schnell hier mal das Weite gesucht. So. Ich würde sagen, wir kiten die mal ein bisschen rum, dass meine Zeichenpower sich nachladen kann. Okay, das war's auch schon wieder mit dem Kiten. Aber gar kein Problem. So, fuck yeah! Und dich auch noch! Huhuhu. Boah, Finger, voll erwischt hier. Aber egal, um die ist's geschehen und ich brenne. Burn, Motherfucker, burn! Aber ich bin kein Motherfucker, deswegen soll ich auch nicht brennen. So, alles noch eben mitgenommen. Und dann hätten wir die jetzt auch erledigt. Und dann haben wir hier natürlich auch irgendwo den von Gargoyles verseuchten Ort. Ich glaube fast, wir müssen dann hier die Treppe runter. So, ich noch das Gargoyle-Zeug hier mitgenommen. Es gibt auch ziemlich gut Kohle und Kohle brauchen wir auf alle Fälle. So, wenn es da unten noch mehr Gargoyles sind. Ah, hier sind wieder Runen. Runen, die es zu deaktivieren gilt oder zu aktivieren schon gilt. Schon wieder das Medaillon. Genau, so. Jo, was haben wir jetzt hier? So, erste verschlüsselte Runenkombination. Der lange Schatten eines... Rehs, der Mond sinkt leise, dass der Herbst naht. Okay, wir können jetzt hier wieder einfach mal... okay. Es wird jetzt zwar bestimmt nicht funktionieren, aber wir können hier mal einfach so just for fun hier ein bisschen durch. Ansonsten können wir immer noch zu Bras gehen und uns eins seiner teuren Bücher kaufen. Oder wir machen einfach ein bisschen Try and Error. Ich meine, es gibt ja nicht ganz so viele Kombinationen zum Glück. So. Ah, verdammt. Okay, das war's nicht. Hm, dann fangen wir mal mit dir als erste Rune an.
Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei, deswegen probieren wir es jetzt einfach dreimal hier. Und vielleicht haben wir wieder Glück wie beim letzten Mal und kommen ganz zufällig auf die richtige Kombination. Ansonsten, ja, gehen wir einfach zu Bras und holen uns seine Bücher. Ich glaube, das war es nicht. Ne, war auch nicht. Gut, dann fangen wir diesmal so an. So, jetzt hier noch deaktiviert. Ich soll mir wenigstens auch mal merken, in welcher Kombination ich das mache. Nee. Jetzt bin ich vom Bluten. Ich bin am Bluten. Ja, 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 ja. Ich bin am Bluten den ganzen Tag. So, und jetzt nochmal hier. Und schließlich nochmal hier. Ah, okay. Gut, ich würde sagen, wir gehen zu Bras und kümmern uns mal darum, das Buch über die Runen zu bekommen. Ist jetzt zwar etwas blöd, aber ich glaube, die Kohle müssen wir jetzt mal auf den Tisch legen, weil ich habe jetzt auch keinen Bock, hier jedes Mal diesen ganzen Try-and-Error-Quatsch zu machen. Da habe ich ungefähr so viel Bock drauf wie auf Lepra. So. Außerdem, ich kann ja mal gucken. Ich habe jetzt hier ein paar Gargoyles gekillt. Es gibt ja hoffentlich ein bisschen Kohle. Und ja, das sollte es vielleicht unter Umständen wieder wettmachen, was ich jetzt hier an finanziellen Einbußen habe. So, ich glaube, hier geht es jetzt zum Herlager. Nee, ich geht wieder zurück in die Stadt. Ja, genau, hier geht es dann wieder zurück in die Stadt. Okay, super. Super, super, super. Okay, also diese Gargoyle-Quest dauert jetzt echt länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich muss einfach nur so 10 Gargoyles töten oder so. Aber das mit diesen, ja, verwunschenen Orten, das ist natürlich nicht übel. Aber das kriegen wir noch hin. So, jetzt auf jeden Fall hier hinten wieder lang. Man kann sich auch ziemlich derbe verlaufen, stelle ich gerade fest, ne? Mal hier in dieser großen Stadt. So, mein lieber Bras. Bras, Bras, Bras. Ich mache dich jetzt um einiges reicher. So, wo bist du hin? Da bist du. Bras vom Banart. So, ich möchte etwas kaufen. So, nämlich hast du Runenbücher. Runen der Macht. Buch, ja. Die kosten alle ziemlich viel Geld, ne? Ja, wir kaufen das mal. So. Boah, mein Gott, das ist mir... Meine Fresse. Möchte man ja gar nicht wissen, was das alles wieder gekostet hat hier. Ja, aber ich habe das einfach mal alle mitgenommen. Jetzt gucken wir dann mal so. Ich habe auf jeden Fall hier noch ein hier. Nekrophagen. Ich habe doch jetzt gerade das Zeug bekommen von den Gargoyles. Genau hier. Gargoyle-Herzen, naja, immerhin. Gibt es dadurch ein bisschen was. Gargoyle-Staub. Könnte ich ihnen auch das die Bücher wieder zurückverkaufen quasi? Oder geht das dann nicht mehr? Runen der... Oh Gott, 5! Mein Gott. Mann, das war jetzt eine ganz schöne Ausgabe hier. Aber gut, so, Bücher und jetzt Runen der Macht. Aha, die Runen ist der... Aha. Okay, und jetzt haben wir hier... Runde des Todes gleicht einer Sense. Die Runde des Himmels gleicht einer Linie mit... Aha, die Runen sind gleich eine zweifach durchgestrichene Linie. Okay. Ah, muss ich dann wahrscheinlich... Ah, okay. Ich sehe schon. Ich muss dann wahrscheinlich... das anhand dieses Spruches da so ein bisschen ausmachen. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und probieren uns daran. Ich habe auf jeden Fall hier Zettel und Stift. Das heißt, es sollte hier auch alles gar kein Problem werden. So, ich gehe noch durch die Türe durch. Dann sind wir wieder alles diese Laufwege hier. Mann. Aber gut, dafür ist es ja auch ein Rollenspiel und kein Schlauchspiel. Wäre auch irgendwie langweilig. So, ich noch durch die Tür wieder... Den Temerian guten Tag sagen. Hallo, Freunde. Ihr habt mich da bestimmt alle vermisst. Wie geht's, Voltest? Ach, der ist ja tot. Und ihr haltet mich für den Mörder, obwohl ich's gar nicht bin. Aber gut, irgendeiner muss es ja sein. Einer muss ja die Rolle des Depps übernehmen. Okay. Gut. Und jetzt noch hier durch die Tür hindurch. Und dann sind wir auch schon fast da. Dass hier aber auch sonst niemand ist. Na gut, bei den ganzen fiesen Gargoyles.
möchte ich hier auch nicht freiwillig sein. Ich bin noch mal gespannt, was wir jetzt hier noch so alles finden in der Kiste. Also Spider-Pig meint, hier gibt es jede Menge coole Rezepte und so. Sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. So, und jetzt noch mal den Spruch gelesen und dann kann ich ja hier auch ein bisschen so mich austoben. So, der lange Schatten eines Rehs, der Mond sinkt leise, dass der Herbst naht. Aha, keine Ahnung, vielleicht Schatten, Reh, Mond, Herbst oder so. Würde ich jetzt mal so merken. Und jetzt gucken wir einfach mal, was das dann für Zeichen sind. Wenn überhaupt mein Gedankengang hier stimmt, also haben wir mal an Rune Macht. Die Rune der Kunst gleicht einer Harfe. Die Rune des Krieges einer Faust. Und das gleicht einem Blitz. Okay, das ist es nicht. So, des Todes gleicht Sense. Rune des Himmels gleicht Linie. Schmetterlings gleicht, nein, haben wir auch noch nicht hier. So, dritte Machtrune. Aha, die Rune des Lebens gleicht einer erblühten Blume, der Tiere gleicht einer Schlange. Der Schicksal ist gleich eines Kreuzes in einem Kreis. Aha, okay, dann haben wir hier. Des Wetters gleicht einem Pfeil. Wetter. Habe ich nix. Gut. Das war jetzt leider irgendwie nicht so aufschlussreich. Was könnte jetzt hier einem Reh gleichen? Das war jetzt aber, ich habe jetzt extra die Bücher gekauft und da steht eigentlich gar nichts drin. Wetter gleicht einem geborstenen Pfeil. Ich habe hier nichts von Wetter drin. Des Verstandes gleicht einem tanzenden Bär. Irgendwie war das jetzt hier nicht so toll, was ich jetzt hier gekauft habe. Ui, aber die Gargoyle-Trophäe ist gar nicht mal schlecht, aber weniger... die Rüstung aber weniger Leben. Okay, dann würde ich mal sagen, wir machen es anders. Also, wir haben jetzt da eine Rune, da eine Rune, da eine Rune und da eine Rune. So. Wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gehen das Ganze immer so ganz gerade durch. Erstmal hier. Hier, hier und schlussendlich noch hier. Okay, das hat natürlich nicht funktioniert. Das hier. Bevor wir jetzt einfach alles über Kreuz machen, ich erstmal, sag ich mal, die geraden Wege. Vielleicht habe ich da sonst noch irgendwelche Infos über Runen. Ich überlege gerade. Das war auch falsch. Aber jetzt zum Beispiel hier. 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 Und zu guter Letzt die da hinten. Verdammt, das letztes Mal hat das leider besser funktioniert. Und jetzt kriege ich gerade ziemlichen Schaden rein. Ganz kurz mal Quen mit benutzt. So, sehr schön. Quen, der Retter in der Not. So ist. Mist. Ging letztes Mal irgendwie leichter. So, erste verschlüsselte Runenkombo, der lange Schatten eines Rehs. Der Mond sinkt leise, dass der Herbst naht. Vielleicht ist es eine andere Interpretation. Wir gucken mal einfach bei Büchern nochmal nach. Ist hier noch irgendwas anderes von Runen? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur unsere Runenbücher, die wir für viel Geld gekauft haben. Genau, die Rune der Kunst, eine Harfe, der Gänsehaus, der des Donners gleicht einem einschlagenden Blitz. Nee, das haben wir auf keinen Fall hier dabei. Das Tor ist gleich einer Sense. Das sind wir in der Linie, einem Parallelogramm oder zusammengepressten Lippen. Und dann links gleich einer zweifach durchgestrichenen Linie. So, das ist hier zum Beispiel jetzt irgendwie gelb. Das Leben ist gleich einer erblühten Blume. Das Tier, des Tieres gleicht einer Schlange im Flussbett. Des Schicksals. Ja, aber
Den hätten wir jetzt höchstens des Tieres, aber Schlange im Flussbett. Das ist hier leider nicht ganz so offensichtlich. Gibt's hier sonst irgendwas? Ich guck mal. Ne, gibt's nur das und ja. Ich bin am Verzweifeln, ich bin am Verzweifeln. Oder habe ich beim Pras einfach was vergessen? Ja, definitiv. Also, hier muss ich bei Pras echt irgendwas vergessen haben. So, deswegen geht es nochmal zurück zu ihm. Ich weiß, ihr freut euch darüber und diese Folgen sind bestimmt eure absoluten Lieblingsfolgen, weil hier so mördermäßig die Post abgeht. Ich würde auch sagen, bei Pras machen wir auch erstmal gleich mal einen kleinen Aufnahmestopp. Ich weiß, wie gesagt, die Folge ist ziemlich lahm, aber was soll man machen, ne? Das geht hier einfach nicht. Blöde Ruhen. Letztes Mal hat es auch einfach so geklappt und jetzt... Merk. Ich mag sowas nicht. Ich mag sowas überhaupt nicht. So. Das latscht mir noch wir ein bisschen. Wir wissen, dass du ihn nicht getötet hast. Echt? Wow. Geil. Das ist doch mal eine Information. Denkt man immer, die halten mich hier vor für den obersten Obermörder. Aber das machen die eigentlich gar nicht. Das ist ja auch nicht schlecht. Na gut. Dann jetzt wieder zurück zu Pras. Und... Das ist wieder so wie 20-Minuten-Folge ohne Inhalt und bestimmt irgendwie ganz vielen bösen Kommentaren, weil ich wieder irgendwo auf dem Schlauch gestanden habe. So, lass uns würfeln, stelle einen Gegenstand für mich her, Gargoyle. Erzähl mir was über Gargoyle, die Maxima. Okay, also er kann mir auch so keine Tipps geben. Das hatten wir auch schon, etwas kaufen. Was hat er denn jetzt alles hier? Stacheln, verrostet, Stilett, ja, das sollen eigentlich nur, also auch keine Questgegenstände, nur die Bücher, die Runen der Macht, und die habe ich ja auch eigentlich so weit schon gekauft. Ja, nee, also sonst kann er mir ja auch nicht weiterhelfen. Ah, aber hier gibt es eine Wannenaufrüstung, die ganz schön viel Geld kostet, stelle ich gerade fest. Oh mein Gott. Ja, da muss ich noch einiges hier zusammensparen. Aber Spider-Pig meinte auch, selbst nach der Quest mit Triss kann ich das alles noch machen. Also ich habe da noch ein bisschen Zeit für. Aber ich würde sagen, für heute machen wir hier erstmal Schluss, weil ich muss mir erstmal Gedanken drüber machen, wie ich das hier mit den Runen irgendwie hinbekomme. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen. Ja, einfach in die Kommentare auf gronkh.de beziehungsweise auf YouTube. Und dann schauen wir mal, dass wir dieses Rätsel hier gelöst bekommen. Diesmal nicht bei Black Mirror 3, sondern diesmal bei The Witcher 2. Und ich hänge das erste Mal in diesem Spiel wirklich fest. Naja, bis zum nächsten Mal. BB, gehabt euch wohl, euer Hyuga.